Sunshine und willkommen zu einer neuen Legung. Botschaft für dich. Du steckst jetzt gerade vielleicht in einer Situation, die dich belastet, die dich vielleicht auch zu Verzweiflung bringt oder aber in einer Situation mit einem Gegenüber und da schaue ich jetzt rein, was dir diese Person oder vielleicht auch das Universum sagen möchte. Und da habe ich tatsächlich die 9 der Schwerter. Das ist Sorge, Kummer, Angst. Und ich habe das Gefühl, hier geht es bei dir um genau dieses Thema. Wir schauen da jetzt mal rein und am Ende vom Video werde ich dann noch die Engel für dich fragen, welchen Rat sie dir geben wollen. Und heute machen wir auch was ganz Besonderes. Ich schaue mal wieder ins Zeitorakel rein. Ja, also wenn sich hier eine Wenn-Frage oder Wann-Frage vielmehr ergibt, werde ich mir das anschauen. Ja, also, das machen wir am Schluss vom Video. Und jetzt starten wir erstmal rein mit Tarot. Und da hat sich dieser Stapel schon gehoben. Ich schaue drunter. Verborgene Geständnisse. Was gibt es denn hier eventuell zu gestehen? Unsicher. Ich fühle mich nicht gut genug für dich. Jemand ist sich unsicher. Jemand hat Zweifel. Jemand hat Kummer. Das ist mir vor der Legung heute schon reingekommen. Entweder bist das du, das kann natürlich auch der Fall sein, oder aber dein Gegenüber, was hier wirklich so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh, nein, ich weiß nicht vor, ich weiß nicht zurück, ich fühle mich nicht gut genug, ich fühle mich nicht selbstbewusst genug, ich bin gerade nicht stark genug, ja, was auch immer es ist. Diese beiden Botschaften haben wir schon mal. Was wir haben wir, sagt man so schön. Also, du schaust jetzt, ob wir hier heute in einem Boot sitzen, ob du in Resonanz gehst. Ja, wenn sich die Legung stimmig anfühlt, dann dürfte das der Fall sein. Und ich bitte um klare Botschaften bitte für mein Team Sunshine. Du und dein Gegenüber, du und deine Situation. Was wollen dir die Karten heute hier über dieses Video mitteilen? Was könnte dienlich sein für deine Situation? Worauf darf ich dich aufmerksam machen? Was ist hier überhaupt los? Ja? Vielleicht geht es ja auch darum, dass du eingeschaltet hast, um überhaupt mal hier zu verstehen. Wow, Page der Schwerter. Um zu verstehen, was das Problem ist. Denn es gibt eins. Ich habe einen Pagen der Schwerter. Ich habe hier jemanden, der irgendwie auch verzweifelt nach einer Lösung sucht. Und das Licht ist einem da noch nicht aufgegangen. Das bist du oder dein Gegenüber. Man blickt hier auf so eine Situation und fragt sich, was macht man? Was macht man jetzt? Macht man es so oder verhält man sich so? Macht man gar nichts mehr? Ja, was macht man? Hier zeigt sich noch ein Page und dieser Page spricht von nicht nur denken, machen, handeln, let's go. Der Page der Stäbe, der steht so für den ersten Impuls. Wow, muss kurz schlucken. Boah, jetzt hat es mich gerade richtig überkommen, als ich diese Karte umgedreht habe, denn das ist die Karte der Seelenpartnerschaft. Das Universum möchte mich hier ganz laut darauf hinweisen, Sunny, hier geht es heute um eine Seelenpartnerschaft. Hier sind zwei Seelen und die schauen auf ihre Situation und wissen beide nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Man steckt hier irgendwie in einer misslichen Lage. Ja? Und hier ist Aktion gefragt, sagen die Karten. Raus aus dem Kopf, rein ins Fühlen. Rein in die Authentizität. Ja, nicht hier irgendwie sich Strategien überlegen und man könnte ja 3 Wochen nicht schreiben, damit man hier spannend wird und so weiter. Nein, machen, spüren, fühlen, erleben. Ja, hier möchte jemand zurückkommen. Da gehen wir jetzt tiefer rein. Unsicher, ich fühle mich nicht gut genug für dich. Ich möchte gerne zurückkommen. Ich bin aber nicht stabil genug. Meine Situation ist nicht stabil genug. Ich bewege mich hier aktuell in meinem Leben auf sehr, sehr dünnem Eis.
Ich bin nicht auf festem Boden unterwegs. Nicht mit beiden Beinen auf dem Boden. Vielleicht wackelt man hier psychisch. Man wackelt finanziell. Man wackelt bindungstechnisch. Man wackelt emotional, hat vielleicht schon oder in der letzten Zeit einen Verlust erlitten und ist da noch nicht wieder ganz stabil auf emotionaler Ebene. Jemand würde gerne in dein Leben zurückkehren, wackelt aber. Ja? Und das Ganze macht es zu einem Problem. Das Ganze hier ist quasi ein Problem. Also, ich habe das Gefühl, diese Sache hier erschwert die Heimfahrt. Erschwert quasi dieser Seele hier zurückzukommen. Denn anscheinend ist er nicht da. Ja, das ist hier der Hinweis. Jemand ist nicht bei dir. Versprecht ihr auch nicht. Vielleicht ist dieser Mensch schon sehr, sehr lange weg. Ja, damals ist seit der letzten Begegnung viel Zeit vergangen. Ihr seid beide gealtert, kommt mir rein. Ihr seid beide erwachsener geworden. Ihr habt euch tatsächlich das letzte Mal als Kind gesehen, ja? So eine Jugendliebe, als Teenies. Oder es sind einfach schon so ein paar Jahre vergangen, vielleicht auch 6 Jahre, 6 Monate, 6 Tage. Zeit ist relativ. Hier ist aber Zeit vergangen. Und hier zeigt sich etwas. Und zwar der Ritter der Schwerter, der König der Schwerter. Und das ist ein Mensch, der ist stark im Kopf, sehr verkopft. Der liebt manchmal auch mit dem Kopf. Das klingt komisch, ne? Ja, aber manche Menschen, die müssen sich alles irgendwie erklären können. Denen fällt es vielleicht auch schwer zu fühlen, Emotionen zuzulassen, sich verletzlich zu machen, ganz besonders einem König der Schwerter. Das ist ein Mann, der ist auf Kampf gedrillt, ja, harte Schale. Einem wurde das vielleicht auch so beigebracht als Kind. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Mann zeigt keine Tränen. Ein Mann ist nicht weich. Ja, wenn aber genau dieser Mann, der gelernt hat, man darf nicht weich sein, sich sehr weich fühlt. Was macht es mit diesem Mann? Genau, er wird unsicher. Ist nicht mehr stabil, ist nicht mehr der harte Mann, an dem alles abprallt. Jemand verliert hier so ein bisschen sich selbst, den Halt, höre ich. Jemand verliert den Halt. Jemand fühlt sich nicht stabil, ist wackelig. Und in dieser Verfassung will man dir nicht begegnen. Vielleicht bist das auch du, die oder der gerade so fühlt und deswegen deinem Gegenüber ausweichst. Ja? König der Schwerter, Sternzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann. Ja, also wir haben hier 3 Sternzeichen-Hinweise. Könnte zutreffen, muss aber nicht. Ja, ich höre manchmal, Sunny, alles trifft zu. Bis auf das Sternzeichen. Ist nicht schlimm. Ja, vielleicht ist das auch im Aszendenten oder sie. Schaut bitte wegen Geschlechtern. Völlig egal, auf was du guckst. Er oder sie. Ich sage immer er. Für dich kann hier natürlich auch die sie liegen. Das ist nur für mich leichter. Okay, du wackeliger König der Schwerter, König des Kopfes, der sich so kühl gemacht hat, so rar gemacht hat. Ich höre auch einen Mann, der darf, wie gesagt, nicht weinen, der darf sich nicht schämen, ja, der muss doch selbstbewusst sein. Und um dir das zu verheimlichen, also dir das nicht zu zeigen, hat man sich weg davon gestohlen und sitzt jetzt alleine dort, versucht das alleine mit sich auszumachen. Das Gefühl, jemand hat so ein altes Dogma. Ich kann ihr erst wieder begegnen, erst wieder zu ihr zurückkommen, in ihr Leben wieder reintreten, wenn sie mich nicht mehr so sehen kann. Wenn
ich quasi hier vom Boden aufgestanden bin, das Hemd wieder zurechtgerückt habe, mein Schwert in der Hand habe, dann kann ich zu ihr zurückkehren. Jemand hat hier quasi Angst vor einer Rückkehr. Ja? Okay, wir schauen mal da rein. Ich hätte jetzt ganz gerne mal so eine Grundenergie von diesem Menschen. Was möchte dieser Mensch sagen? Dafür nehme ich mein eigenes Deck. Mein wunderschönes, pinkes, eigenes Deck. Das ist mein absolutes Lieblingsdeck. Verborgene Antworten. Falls ihr auch damit legen möchtet, um Antworten zu bekommen. Ja, gerade wenn es um ein Gegenüber geht. Gibt es in meinem Online-Shop. Heute gibt es auch noch 15% Rabatt. Was ja auf jeden Fall eine Menge ist bei so einem Kartendeck, was man da spart. Also, wenn er damit liebäugelt, schlag gern zu. Also, eine Botschaft, eine Energie zu deinem Gegenüber. Schaut mal. Der Winter legt sich auf die Rückkehr. Jemand möchte zurückkehren und das eventuell in diesem Zeitraum. Zwischen dem 21. Dezember und dem 20. März. Sehr, sehr spannend. Denn genau diese besinnliche Zeit steht bevor. Weihnachten sieht man hier. Weihnachten ist das Fest, genau, der Liebe. Das ist eine sehr besinnliche Zeit, ja, wo wir oftmals darüber nachdenken, was wir haben im Leben. Wen wir haben im Leben. Und ich habe das Gefühl, diese Zeit, die rückt hier näher. Und somit rückt auch ihr euch näher, ja, weil dieser Mensch bewusst darüber nachdenkt, welchen Wert du für ihn hast. Oder wie gesagt, du denkst das über jemanden. Ja, man kennt das. Gerade an Weihnachten, ja, da hat bestimmt der eine oder andere das auch schon mal gehabt. Ne? Man denkt an so eine Freundin, mit der hatte man eine tolle Zeit, man hat die seit 5 Jahren nicht gesehen. Und an Weihnachten kommt so dieses Gefühl, wo man sich denkt, ach komm, ich schreibe ihr mal wieder. Oder ich finde Silvester ist auch irgendwie so ein Anlass. Da schreibt man auf einmal jedem, oh, frohes Neues, ne? Weil man so euphorisch ist. Da kramt man Kontakte raus, die hat man seit 3 Jahren nicht gesprochen. Aber frohes Neues. Und diese Rückkehr. Auch das Rot finde ich sehr bezeichnend, ja? Spricht hier alles für Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, für die Adventszeit. Weihnachten. Okay. Ja. Gemeinsam was trinken. Gemeinsam was naschen. Ja, gemeinsam Weihnachtsfilme schauen. Gemeinsam einen Spaziergang durch den Schnee. Gemeinsam sich aneinander wärmen, so diese Zeit von, ich will bei dir sein, ich vermisse dich. Das kommt mir rein. Also das ist die Botschaft hier in diesem Zeitraum. Und wir fragen später noch das Zeitorakel. Finde ich sehr, sehr spannend gerade. Gedenkt jemand hier zurückzukehren? Vielleicht ist es auch irgendwie so, dass ihr zusammen arbeitet und da in diesem Zeitraum ist eine Weihnachtsfeier. Ne? Und da denkt man sich, da werde ich mit ihr sprechen. Oder du hast Geburtstag. Oder man nutzt die Feiertage. Oder ihr habt irgendwie im Dorf, da in der Stadt so ein Zeltfest oder was. So eine Fete, wo man hingeht und da trifft man sich. In irgendeiner Form peilt man hier den Winter an für die Rückkehr. Zu diesem Menschen. Okay. Wie sieht denn dieser Mensch aktuell eure Situation? Ich hätte jetzt gerne eine Energie. Wie sieht dieser Mensch eure... Wow. Diesen Stapel, den werde ich jetzt noch einmal mischen. Ich habe hier 4 Karten. Eine davon ist herumgekehrt. Ich habe schon hier das Verlangen, die gerade zu nehmen. Aber ich werde jetzt einmal mischen. Und dann werde ich mir diese hier rauspicken. Jemand sagt... Man müsste in eurer Verbindung wirklich die Vergangenheit komplett vergessen. Diese Vergangenheit, als ihr aufeinander getroffen seid, wo ihr noch jünger wart, da ist vielleicht auch so eine Energie von unreif. Vielleicht wart ihr damals unreif.
Vielleicht war man damals noch nicht so weit, höre ich. Vielleicht war es ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, guck mal, ein kleiner Junge und ein Welpe, die müssen beide noch lernen. Und die können sich auch viel voneinander abgucken. Ich höre, hier ist jetzt viel Zeit vergangen, ja, und jetzt wäre ein besserer Zeitpunkt, sich zu begegnen. Sich vielleicht wieder in die Arme zu nehmen. Aber dein Gegenüber sagt, wichtig, die Vergangenheit. Oh, lass uns die lieber vergessen, da habe ich irgendwie gar keine Lust drauf, dass das nochmal Thema wird. Was ist denn hier Thema aktuell aus seiner Sicht? Wie sieht er denn eure Situation? Wie sieht dein Gegenüber oder du, je nachdem, die aktuelle Situation? Ritter der Schwerter, hier hat es jemand eilig. Jemand hat hier Druck. Druck, sich zu öffnen. Druck, wieder dieses Gefühl zu spüren. Vier der Stäbe, oh, das ist der Genuss, das ist die Lebensfreude. Hier vielleicht auch ein Treffen, ich habe es eben noch gesagt, Zeltfest. Und die zwei der Schwerter. Er ist aber aus irgendeinem Grund unentschlossen. Ich habe das Gefühl, jemand will, ne? Hier ist so dieser Tatendrang. Ich will da jetzt hin, ich kann es eigentlich kaum abwarten, zu ihr zurückzukehren, zu ihm zurückzukehren. Aber hier ist eine Krux. Kopf sagt ja oder nee, vielmehr Kopf sagt nein. Kopf macht sich ganz viele Sorgen. Kopf fühlt sich nicht gut genug. Aber Herz sagt, Mensch, hör doch jetzt auf, groß zu denken. Das könnt ihr doch dann später klären, Mensch. Jetzt los, hin da. Jemand findet hier einfach nicht die richtige Antwort für sich selbst. Das ist wirklich hier so das Herz. Ass der Kelche, meine lieben Freunde. Das ist Liebe. Ne? Um das mal kurz zu sagen. Das ist Liebe. Und das hier ist die Liebe leben. Man ist ja gerade nicht da. Man möchte aber hier wieder im Bilde sein und das wieder spüren. Man will das hier wieder fühlen mit dir. Es gab eine Zeit. Mir kommt der Sommer rein. Sommer, Festivalzeit. Draußen ganz, ganz warm. Kalte Getränke. Urlaube, Ausflüge, Dates. Jemand sagt, ich will das wieder so wie im Sommer. Ich will das wieder hier mit dir. Dieses leichte Gefühl, diesen Genuss, gute Laune, Lachen, ja, Spaß haben, dieses wir swingen miteinander. Ihr hattet so eine Energie, die war ganz leicht, ja. Aber ich habe das Gefühl, je näher man sich auch gekommen ist, desto mehr hast du ihn erkennen können, hast du ihn blicken können, ja. Vielleicht bist du ihm auch gefährlich nahe gekommen, höre ich. Wenn man jemanden auf Abstand hält, kann man sich gut verstecken, ja, verstellen, höre ich. Das kaschieren, ne, womit man vielleicht unsicher ist. Aber je näher man rückt, ne, desto schwerer wird das, hier diese Maske beizubehalten. Und das kann dann auch gut und gerne mal ein Grund für Rückzug sein. Also jemand möchte das hier unbedingt, spürt aber so einen Zwiespalt da. Hat da immer noch diese Stimme im Kopf, die sagt, nee, lass mal, traue dich nicht. Du bist nicht gut für sie. Du bist nicht gut genug für sie. Sie hat doch was Besseres verdient. Was will sie denn mit dir? Warum findet sie dich denn überhaupt toll? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Was soll sie schon an dir finden? Du hast dies nicht, du hast das nicht, du bist nicht der und der. Was soll sie denn an dir finden? Wart mal ab, wenn du die noch 3-4 Mal triffst, wenn ihr euch noch näher kennenlernt, dann wird sie merken, was für ein Loser du bist. Dass du eigentlich gar nichts auf der Kette hast, ja? Also, dass du eigentlich auch niemand bist. Und wenn sie erstmal merkt, was du alles für Probleme hast, diese ganzen Sorgen und so weiter, ja, jetzt konntest du es noch von ihr fernhalten, aber wart mal ab. Ich höre, das war gar nicht ich gerade. Das sind alles so Stimmen, die in dem Kopf von deinem Gegenüber vorgehen. Man kann diese Maske von ich bin der eiserne König der Schwerter nicht ewig aufrechterhalten. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber möchte sehr, sehr stark wirken vor dir. Sehr maskulin. So, ich bin der, der alles im Griff hat. Ja? Das ist leider nicht so. Wenn er aus dem Haus geht, dann ist das wie so ein Kostüm. Das zieht er sich an und dann kommt er abends wieder nach Hause, ja, und dann zieht er sein Kostüm an der Türe aus und dann ist er das hier. Schon fast, mir kommt rein, eher so feminin, das, was er nicht sein möchte.
Weich, verletzlich, angreiflich, alles, was ein König der Schwerter absolut nicht ist. Und hier ist so diese Krux von, du zeigst dir, du bist hier der Held vom Erdbeerfeld, aber in Wahrheit bist du das. Und dieses, oh Gott, ich kann nicht beide Rollen, ne? Ich krieg das nicht alles unter einen Hut, bringt ihn dazu, dass er sagt, ey, ich bewege mich hier auf ganz dünnem Eis. Dafür brauche ich eine Lösung. Und solange die nicht da ist, diese Lösung, ja, kannst du nicht zu ihr zurückkehren. Tatendrang ist da, Ritter der Schwerter. Dem glühen hier eigentlich schon die Sohlen. Mir kommt auch rein, jemand hat schon zahlreiche Male, wirklich so, so oft schon, sein Handy in der Hand gehabt und überlegt, dir zu schreiben. So verdammt oft. Ich sehe hier mit den roten Sohlen einen Daumen, der so oft schon hier auf dem Senden-Button war, ja, wo man sich dachte, jetzt drücke ich drauf und hat es nicht gemacht. Also so ein Mühe hat da eigentlich nur noch gefehlt, dass diese Nachricht bei dir angekommen wäre. Diese Nachricht von, ey, das fühle ich für dich. Ey, das und das denke ich mir. Oder ey, so denke ich über unsere Vergangenheit. Die würde er nämlich sehr, sehr gerne streichen. Also. Vergangenheit möchte er streichen. Wie sieht er denn die Zukunft mit dir? Was für eine Zukunft kann er sich denn hier mit dir vorstellen? Wie sieht er jetzt gerade, wenn er deinen Namen hört, eine gemeinsame Zukunft? Sieht er die überhaupt? Wie steht dein Gegenüber zu einer gemeinsamen Zukunft mit dir? Und kleiner Reminder, um zukünftige, da sind wir beim Thema, Legungen und Botschaften von deinem Herzmensch nicht zu verpassen, abonniere gerne den Kanal. Hier unter dem Video ist der rote Abonnieren-Button und da kann man leider nur draufdrücken, wenn man ein YouTube-Konto hat. Kannst du dir ja auch gerne erstellen. Dann draufdrücken und dann hast du jeden Tag bapp, die neue Botschaft, die neue Energie in deiner Abo-Box von deinem Gegenüber. Wir bleiben dran. Eine einzige Karte ist gefallen. Die Zukunft mit dir. Wie sieht er sie jetzt gerade? In welcher Energie ist er jetzt gerade? Im Flow. Ich höre laut, im Flow. Das Schicksal hat es in der Hand. Der Hierophant steht oft auch für eine Religion. Für einen Glauben. Jemand glaubt an eine Zukunft. Jemand glaubt, ob bewusst oder unterbewusst, fest daran, dass sich eure Wege noch einmal kreuzen werden. Mal, ich höre so, wenn es so sein soll, dann kommt es so. So nach dem Motto, ich lasse einfach flowen. Ja, irgendwann werden wir uns schon irgendwie über die Füße laufen. Irgendwann, wenn das Schicksal das so will, rennen wir uns hier irgendwie in die Arme. Irgendwann wird sie sich vielleicht nochmal melden. Vielleicht schreibe ich ja auch irgendwann. Irgendwann, ich höre dieses irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dann, da, 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 da. Könnte wichtig sein, könnt ihr euch ja mal anhören, das Lied. Nena. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hier ist einfach der Glaube. Ob es jetzt wirklich ist, der Glaube, dass Gott das regelt, dass das Universum das regelt, dass Allah das regelt, je nachdem welche Religion oder auch nicht. Er weiß es tief in sich drin. Er weiß es. Er steht am Fenster, er raucht eine, er weiß es. Man weiß einfach, dass das hier noch nicht alles war. Und ich muss sagen, ich kriege ein ganz, ganz wuscheliges Gefühl. Ich höre ein sehr, sehr realistisches Denken, so von wegen, auch wenn es jetzt gerade nicht sein soll, wir zwei, wir werden uns irgendwann nochmal begegnen. Auch so ein gewolltes, wir werden uns nochmal irgendwann begegnen. Das ist sehr, sehr süß, das Gefühl. Sehr, sehr süß. Was geht ihm so durch den Kopf? Ach Leute, ich hab euch lieb. Ja, unsere Daily Dates, wir schauen rein jeden Tag, wir verfolgen die Energie, wir bleiben dran, wir verzweifeln aber nicht, ja, wir bauen uns gegenseitig auf. Eure Kommentare, lasst mir heute unbedingt wieder einen da, ja. Das hilft ja auch immer den anderen.
Ich meine, wenn man selbst einen Kommentar schreibt, dann liest es irgendwer anders, denkt sich, ach, guck mal hier, sie ist in der gleichen Situation. Ne? Team Sunshine. Wir verlieren nicht unser Lächeln, das ist ganz, ganz wichtig. Ich wünschte, ich könnte meine guten Neuigkeiten mit dir teilen. Ja, es ist viel passiert hier in der Zwischenzeit. Ja, ihr seid, wie gesagt, beide vorangekommen im Leben. Jeder geht seinen Weg. Ja, man hat vielleicht auch einiges erreicht. Man ist größer geworden. Und man hat hier wirklich Dinge, die würde man dir gerne erzählen, sagt er. Ja, gerne überhaupt wieder mit dir erzählen, mit dir rumschnattern, mit dir rumtexten und so weiter. Ach, Leute. Da habt ihr's. Ich wusste es. Ich wusste, warum ich gerade dieses Kribbeln im Bauch hatte. Wir werden wieder zusammen sein. Ich weiß es. Wir werden wieder zusammen sein. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Egal wie viel Zeit dazwischen vergeht. Egal. Ich bin mir ganz sicher, ich spüre es tief in mir drin. Ich glaube daran, dass wir beide wieder zusammen sein werden. Dieser Mensch ist fest davon überzeugt. Vielleicht mag das nicht jetzt gerade sein. Ja, vielleicht mag es nicht nächste Woche sein. Vielleicht auch nicht in 3 Jahren. Vielleicht lauft ihr euch in wirklich 10 Jahren zufällig, warum auch immer, weil das Universum das so will, über den Weg. Habt beide, ne, schon einander losgelassen. Und dann passiert's. Ach komm, ihr werdet doch nicht die Ersten. Wie oft ist das denn schon den Menschen passiert, ja? Die dümmsten Zufälle. Aber was zusammengehört, höre ich, findet zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wow. Ich bin wirklich geflasht. Ich wusste es. Abschließend würde ich hier gerne auf diese wirklich schöne Energie eine Engelbotschaft ziehen. Für dich. Ja? Obwohl, nein, stopp. Erst fragen wir das Zeitorakel. Das ist der perfekte Moment. Wir werden wieder zusammen sein. In diesem Sinne bitte ich um klare Botschaften vom Universum. Haben wir hier einen Zeitpunkt? Haben wir hier eine Zeitqualität? Wann das sein wird? Ja, haben wir. Die Umstände bestimmen. Wenn sich eure Wege kreuzen sollen, werden sie es tun. 7 Tage, 7 Wochen. So, und jetzt bitte ich euch alle mal, und ich möchte, dass ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ab heute, wo dieses Video online gekommen ist, 7 Wochen gerechnet, sind wir da in diesem Zeitraum? Generell, welcher Zeitraum ist das? Ja? 7 Wochen Pi mal Daumen. Kann auch plus minus eine sein. Immer wichtig bei Zeitangaben. Ja? Das Rad des Schicksals, ich sehe das hier gerade, das Rad des Schicksals entscheidet. Die da oben wählen den perfekten Zeitpunkt aus. Ja? Und wenn es die Weihnachtsfeier wird, wo er ans Buffet geht, sich einen Kakao holt und du den Marshmallow und ihr euch batzt dabei in die Arme lauft, er den Kakao über dich verschüttet und dir sagt, wollen wir kurz auf die Toilette gehen? Also nicht das, was du denkst und du fängst an zu lachen und er meint, nein, wegen deinem Kakao, du bist ganz vollgekleckert und auf einmal sprecht ihr wieder miteinander. Durch Zufall. Haben sich eure Wege gekreuzt, weil das Universum es so wollte. Und in dem Moment klappt es auf einmal. Und vorher hätte es nicht geklappt. Hab Vertrauen in die Dinge. Was zusammengehört, findet zusammen. Ich muss was loswerden. Und zwar, hier unter dem Deck liegt die friedliche Lösung. Wann ist es friedlich? Zur Weihnachtszeit. Was passiert, wenn zwei Menschen wieder aufeinandertreffen? Sie schließen Frieden. Es wird hier
zu einer friedlichen Lösung kommen. Und Frieden schließen bedeutet auch etwas zurücklassen. Und zwar die nicht so friedvolle Vergangenheit von euch beiden. Wow. In diesem Sinne bin ich durch für heute. Botschaft ist überbracht. Ich bin so gespannt, wer sie hören darf oder hören sollte heute. Zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Like für das Video. Ja, abonniert den Kanal, ja, wenn ihr morgen die Nachricht nicht verpassen wollt. Ich bin jetzt in diesem Moment schon so unwahrscheinlich neugierig. Das ist ein ganz tolles Plättchen heute gewesen und das war die aktuelle Energie. Ja, aus irgendeinem Grund hast du das Video angeklickt und du solltest genau das jetzt heute hören. Warum, kann ich dir nicht sagen. Das weißt nur du. Aber ich finde es toll, dass du heute bei mir warst und ja, in diesem Sinne, macht euch einen schönen Abend. Schönen Morgen, schönen Mittag, egal wann ihr das Video gehört habt. Ich freue mich auf euch morgen und ansonsten, heute gibt es noch 15% Rabatt auf die gesamte Bestellung in meinem Online-Shop. Wer möchte vorbeistöbern auf private Legungen, hatte ich so eigentlich auch fast noch nie, meine lieben Freunde, auf meine Kartendecks, ja, falls du zu Hause selber legen möchtest, auf meine Ringe und. Ja, so lassen wir es stehen. Oh, ich bin gerade total glücklich. Die friedliche Lösung, sie möchte kommen und das Universum entscheidet, wann. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt von mir. Ich habe euch ganz, ganz dolle lieb und niemals vergessen. Always smile and shine.